Hallo und herzlich willkommen beim Landluftblog. Heute möchte ich dir zeigen, wie du einen Strang Wolle mit Säurefarben in verschiedenen Farben färben kannst. Und zwar nehme ich für die Säurefarben ein kaltes Wasserbad, in das ich jetzt etwa einen guten Esslöffel Zitronensäure reingebe. Du kannst genauso Essig verwenden, der riecht nur recht intensiv. Zitronensäure ist fast geruchlos. Die Säure löse ich hier im Wasserbad auf. Wie gesagt, das Wasser soll kalt sein, damit die Wolle keinen Schreck bekommt und filzt. Und die Säure stellt die Grundlage für die pulvrigen Säurefarben vor, mit denen man die Färbung eigentlich einfach sehr, sehr gut steuern kann und wirklich die Bereiche färben kann, die man färben möchte. Hier siehst du meinen Wollstrang, den ich hier ins kühle Wasser einlege. Es ist so eine Art Mintgrün und die Farbe ist mir einfach insgesamt ein bisschen zu hell, deswegen möchte ich da sehr intensive Effekte reinbringen. Das genaue Einlegen hilft dir später beim Färben. Und hier siehst du schon, hier habe ich ein dunkleres Türkis, ein dunkles Blau und ein lila Violettton, den ich jetzt gleich verwenden werde. Ich habe hier einen speziellen Färbelöffel und kleine Mengen genügen für ein wirklich intensives Farbergebnis. Ich bringe das Pulver jetzt auf die Bereiche auf, auf die ich sie möchte. Und ich möchte hier relativ große Bereiche färben. Du kannst, wenn du auch mit Säurefarben färbst, einfach einzelne kleine Farbpünktchen da auf die Wolle bringen und bekommst dann entsprechende ganz kleinräumige Farbeffekte. Was ich hier möchte, ist, dass die Wolle durchfärbt, also dass die Farbe durch den ganzen Strang dringt. Deswegen tupfe ich hier drauf und schaue drauf, dass das wirklich verteilt wird. An manchen Stellen geht die Farbe dann Nachbarbereiche über, das stört mich aber nicht. Du kannst eben, indem du nur Farbe oberflächlich, also Farbpulver oberflächlich drauf träufelst, wird die Farbe viel, viel lokaler. Hier, wie gesagt, möchte ich den Effekt erzielen, dass die Wolle im Prinzip in jedem Durchlauf einen gewissen Farbverlauf hat und nicht nur ganz lokale kleine Farbeffektchen. Und daher achte ich darauf, dass die Farbe durch den ganzen Strang durchgeht. Und darüber auch noch einmal. Und dazwischen lasse ich die ursprüngliche Farbe ein kleines bisschen stehen. Ein bisschen darf man sie noch sehen, aber insgesamt möchte ich das Ganze einfach wirklich dunkler haben. Und hier kommt dieses schöne lila-violett. Und wieder wird das in dem Fall so richtig nach unten gebracht und verteilt. Und du siehst, die Farbe, das Wasser ist richtig intensiv farbig. Ich verteile hier das Violett noch ein bisschen aufs Blau, damit das noch eine ganz, ganz leichte Roteintönung bekommt. Und dann wird das Ganze langsam aufgekocht und zwar nur zum Köcheln gebracht. Circa eine Stunde lang leicht geköchelt, soll nicht aufwallen, dass nichts verfilzt. Und danach siehst du schon, das Wasser ist praktisch farbfrei. Die ganze Farbe ist jetzt in die Wolle gegangen. Und das ist das Zeichen für dich, dass der Färbevorgang jetzt beendet ist. Ich nehme die Wolle einfach mit dem Küchensieb raus und du siehst, die dampft richtig noch, die ist noch heiß. Deshalb gilt es jetzt, sie langsam und gemütlich auskühlen zu lassen. Jetzt würde ich sie jetzt mit kaltem Wasser richtig abschrecken, würde sie wieder filzen. Das ist die schönen Farben, die sich hier ergeben haben. Im anderen Licht wirken die Farben wieder anders und es ist ein richtiger Verlauf innerhalb des Strangs von Türkis zu Dunkelblau zu Violett. Und jetzt suche ich den Anfang, damit ich das auswaschen kann. Also der Anfang ist der Teil, an dem ich den Strang zusammengebunden habe. Und am Wasser im Hintergrund, da ist er jetzt, siehst du schon, das Wasser ist nicht klar. Also da ist noch Farbe im Strang und ich wasche das jetzt einfach ein paar Mal aus. Ich kann, genau, die Wärme sollte wieder stimmen, meine Wolle ist noch eher warm, deswegen nehme ich eine wärmere Einstellung.
Ich kann vorsichtig drücken, aber nicht zu fest. Wieder ist die Gefahr, dass diese zarte Wolle, die ich hier verwendet habe, Merino-Wolle, verfilzen kann. Nach einigen Durchgängen ist das Wasser praktisch farblos und ich kann die Wolle jetzt vorsichtig ausdrücken und zum Trocknen aufhängen. Hast du noch Fragen oder Anregungen? Dann hinterlass mir bitte deine Kommentare.